Damals gab es eine goldene Regel. Keine Konsole durfte erscheinen, ohne auch zum Start die Standard-Sportspiele dabei zu haben. So waren meist Tennis und natürlich auch Fußballspiele meistens relativ schnell käuflich zu erwerben. Beim Super Nintendo war es Super Soccer. Wie schlägt es sich? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Super Soccer für den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Human Entertainment entwickelt und von Nintendo selbst 1992 veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr früher unter dem Namen Super Formation Soccer. Wer das Spiel heute spielen will, kann es in der Super Nintendo App der Switch antesten. Naja, was erwartet ihr bei so einem Spiel? Das soll eigentlich klar sein bei dem Cover. Es ist ein Fußballspiel, in dem ihr verschiedene Matches bestreiten könnt. Dabei stehen euch 16 verschiedene Länder zur Verfügung, die alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Wobei es hier jedoch Länder gibt, die wesentlich besser sind als andere. Das ist ja auch logisch. Deutschland ist natürlich besser als die jugoslawische Mannschaft. Die verschiedenen Stärken sind dabei Angriff, Verteidigung und auch die Laufgeschwindigkeit. Diese Faktoren merkt man dann auch im Spiel. Als Spielmodi stehen euch im Prinzip drei zur Verfügung. Einmal der Turniermodus. Hier tretet ihr logischerweise der Reihe nach gegen die anderen Teams an, die immer schwerer werden. Vor einem Spiel könnt ihr dabei immer etwas Feintuning vornehmen. Ihr könnt zum Beispiel eure Aufstellung je nach euren Spielstil anpassen, ob ihr den Torwart manuell steuern wollt oder nicht, und könnt noch die Personen austauschen. Kann man machen, geht aber auch ohne ganz gut. Die anderen Spielmodi sind Testspiele gegen einen freiwählbaren Gegner oder das Elfmeterschießen. Letzteres ist relativ überflüssig und meiner Meinung nach spaßbefreit. Eine gute Nachricht jedoch für Mehrspielerfans, man kann alle Spielmodi auch mit zwei Leuten gleichzeitig spielen. Wenn ihr dann erst einmal im Spiel seid, fällt natürlich erst einmal die seltsame Optik aus. Es wird hier nicht in einer Draufsicht gespielt, sondern in einer perspektivischen schrägen Draufsicht. Das ist leider nicht gerade das Übersichtlichste und ich musste auf jeden Fall erst einmal mich darauf einstellen. Aber es gibt auch schlechtere Ansichten. Die Steuerung ist dabei relativ simpel. Es gibt einen starken und einen schwächeren Schuss und eine Passtaste. Bei letzten spielt ihr einen Pass auf die markierte Person. Die Markierung könnt ihr dabei mit den L- und R-Tasten durchwechseln. Im Verteidigungsmodus ändern sich die Tasten logischerweise und ihr könnt Gegner auch umholzen. Bei der Verteidigung zeigt euch das Spiel auch eine Besonderheit. Hier steuert ihr gleich die ganze Reihe der Spieler gleichzeitig. Der Schiri lässt eigentlich das meiste durchgehen. Bei mir hat sogar mal ein Gegner meinen Torwart beim Abstoß umgewämst und es wurde nichts gepfiffen. Allgemein spielt sich alles relativ fluffig, ist aber nicht allzu leicht. Man muss sich erst in die Steuerung etwas hineinfuchsen und üben, üben, üben. Den Fortschritt im Turniermodus könnt ihr dabei sogar mit Passwörtern speichern. Die Grafik sieht für einen neuen Titel durchaus ordentlich aus. Klar, hier sollte die Power des Mode 7 Effektes auch bei einem Sportspiel gezeigt werden und das ist durchaus gelungen. Die Sprites sehen alle gut aus, nur die Übersicht ist durch die Perspektive leider nicht gerade die beste. Der Sound hält sich bei dem Ganzen eher zurück, aber das ist ja normal bei Sportspielen. Was taugt Super Soccer für das Super Nintendo also heute noch? Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich jetzt kein Überfan bin, was Sportspiele angeht. Deswegen erwartet hier jetzt keinen genauen Vergleich und Einordnung von mir. Ich hatte jedoch durchaus meinen Spaß mit dem Spiel. Wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, geht alles in Ordnung und man wird von Spiel zu Spiel merklich besser. Für einen Launch-Titel ist hier auf jeden Fall ein solides Fußballspiel veröffentlicht worden und wenn man mag, kann man hier heute auch immer noch gerne reinspielen. Gerne auch bei der Switch. Das war ein Test zu Super Soccer für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.